Und damit ein herzliches Willkommen und einen wunder, wunder, wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Ich bin gut drauf. Das hat viele Gründe. Ich komme gerade ähm, von einem schönen Tagesausflug mit der Family aus München, Schrägstrich, ähm, Starnberger See. Wetter war herrlich. Die Bräune kommt langsam, dass ich meinem Südtypen äh, hier auch noch gerecht werde und nicht weiter den kompletten Sommer über, ja, halb weiß vor diesem Greenscreen hier sitze. Und die anderen. Ähm, Gründe, warum ich so gut drauf bin, haben mit diesem Baby zu tun, beziehungsweise mit dem, was ihr seht. Flash of Clans und es gibt Grund zu feiern. Jetzt dürft ihr dreimal raten, warum das so ist. Ähm, meine Queen ist auf 17 fertig und ich kann wieder im Clan war mitmachen. Ein Grund, ähm, ich freue mich sehr. Dunkle Elixier reicht noch nicht fürs nächste Upgrade. Wir brauchen jetzt 90.000. Ich bin gerade bei 60.000. Können also noch 40.000 in Ruhe angesammelt werden und ich kann wieder den einen oder anderen Clan war mitmachen muss zugeben, es fehlt. Also so eine Woche ohne ist schon immer hart und bitte, 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 Supercell, führt es doch ein, dass man mit den Helden im Clan mal mitmachen kann. Es wäre mir wirklich unglaublich wichtig. Die Bitte, ja, steht auch tausende Male unter den Kommentaren oder in den Posts unter Supercell-Bildern oder was auch immer sie posten. Bisher ist es nicht erhört worden, aber vielleicht kommt es noch. Restlichen Ressourcen schaut gar nicht so schlecht aus. 6 Millionen Gold ist am Start. Ähm, so Zeit für nächsten Minenwerfer. Hierfür noch 400.000. Ich denke, morgen soll ich es klappen. Heute Abend vielleicht noch ein Loot-Angriff, so mit 200.000, morgen einer mit 200.000. Dann produzieren über Nacht ja auch noch die Goldminen. Dann haben wir das auch drin. Der eigentliche. Hauptgrund, warum ich so stolz bin, Jungs. Ihr seid unglaublich, ihr seid unglaublich. Ein Tipp auf das clanwau Und ihr seht's: gegen Vifak, ähm, den türkischen Clan mit 111 gewonnenen Clan-Worts. die haben es geschafft. Der zehnte Sieg in Folge. Ich finde, um Angela Merkel, ich könnte euch jetzt den Clip einspielen, aber ihr wisst, das ist nicht so meine Art. Da kann man, so, ohne Mikro kaputt machen, da kann man schon mal klatschen ganz ganz große Leistung ich war bei den letzten Clan Wars nicht dabei ähm, sie haben es voll gemacht zehn Stück in Folge ähm, gewonnen die Frage ist wie wir es weitermachen müssen wir mal schauen wenn es dann irgendwann an die Pokaljagd geht wird Clan Wars sicher ein bisschen hinken, aber es gibt richtig viel coolen Stoff aus diesem Clan War damit ich hier keine heiße Luft laber möchte ich euch natürlich auch mal kurz zeigen wir gehen in den Kriegslog rein und zählen einmal durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nur eins verzählt. Ähm, nice. Einfach nur nice. Und wenn wir mal reingehen, fangen wir doch mal mit den Statistiken an. Ähm, ein Angriff wurde nicht benutzt, das war Smash. Aber ihr wisst, Smash, mein Real-Life-Kumpel, hat ein paar Sonderrechte. Ähm, er kommt nicht immer so zum Glashen. Er ist ja halt ein Kumpel von mir. Und ich habe gesagt, eigentlich ist natürlich, wenn man fair ist, alle Regeln gleich für alle. Aber Smash hat hier einfach eine Extra-Wurst. Muss man so sagen. Nein, ähm, wie schaut es denn aus? Wir haben 9 3-Stars. 0 1-Stars und 11 2-Stars. Ich bin immer noch im Brest. Ähm, wir haben einen besonderen Angriff ähm, von Moritz, den Heroisten, den wir uns vielleicht anschauen. Wir scrollen erstmal kurz durch, dass ihr hier eine Übersicht bekommt. Schaut euch das an. 20, 19, 18, 17, 16 3-Stars. 15, 14, 2-Star, 13 geth-start, 12, 11, 10, 2-Star, 9, 3, 8, nochmal 2, bei der 7 von Tobias, der, dessen Angriff haben wir uns ja den ersten im letzten Video angeschaut, ein 3-Star-Smash, haut auch einfach mal so ein 3-Star raus ähm, bei der 6 und oben alles getoostert. Also ich bin wirklich beeindruckt, anders kann man es nicht sagen. Und ich würde mal sagen, wir fangen doch gleich mal an mit dem zweiten Angriff von Tobias. Ihr wisst es, ähm, aktuell Nummer 3 in Deutschland. Nimmt hier Golem ist das halt Pekka. Gut, er hat es mit einer Ratus Level 9 Base zu tun. Von daher ist das überschaubar. 40er Helden, Regeln natürlich auch, gemaxte Zauber. Braucht man gar nicht alles erwähnen, aber ich denke, ähm, er ist ein guter Angreifer. Ich könnte das Ganze so in vierfacher Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Aber wir schauen es uns doch ein bisschen genauer an. Wie er hier vorgeht. Ähm, er hat drei Go vier Golems, eine Glamour. splittet die sehr, sehr weit. Ähm, macht klassisch seine Marke hinterher. Also bisher alles ganz klassisch. Ähm, er hat immer sehr viele Mauerbrecher dabei, weil er einfach gezielt Bereiche freibricht, wo dann ähm, die Golems reinlaufen. Splittet seine Packers, das hat er auch schon mal seinem ersten Angriff gemacht. Also einen rechts und einen links. Ähm, Helden hat er zusammengepackt, hier rechts und jetzt kommt die Glamburg. Für die hat er einen Blitz dabei. Die splittet sich hier leider. Ähm, aber es war keine Queen drin, von daher hat er sich dazu entschieden, äh, keine Queen, keine Hexe. Hier rechts ähm, zu blitzen mit dem ersten Wut für die Helden, für die Golems und für die Pekkas in der Mitte. Hat er nochmal ein paar Mauerbrecher gesetzt, die hier nochmal weiterbrechen. Pekkas ist auch noch am Start. Jump nicht Richtung Rathaus, sondern mehr, um die Verteidigungseinheiten zu klären. Die Max Pekkas tanken auch gut weg. Bei mir ist es auch bald soweit. Wir schauen nachher mal, wie lange es noch dauert. Er hat noch einen Freeze übrig. Ähm klar, also Rathaus 10, Rathaus 9. Sagt mir das eigentlich easy. Ähm, Barbarenkönig, denke ich, wird er jetzt gleich noch zünden. Oder hat er es verschwitzt? Sagt bloß, er hat es verschwitzt. Lasst mich mal schauen. Nein, er hat es noch gemacht, wurde aber auch von nichts mehr dann angegriffen, also die Helden sollten überleben. Queen hat bis zu dem Zeitpunkt noch keinen einzigen Schaden bekommen. Äh, Freeze hat er spaßeshalber mehr oder weniger gerade gesetzt, kommt aus mit den Aufräumtrupps und jetzt können wir vorspulen. Also, ja, wenn man hart ist, kann man sagen Pflichtprogramm, aber er ist jetzt hier mit fünf Sternen raus, hat den Clan leider verlassen, hat gesagt, er geht wieder in seinen Clan, kommt jederzeit gerne mal wieder, aber schön gemacht. Dann schauen wir doch mal gleich, ich glaube beim Smash war es auch ein 3-Star gegen einen Neuner. er ähm, Smash hat es ein bisschen anders gemacht, interessanter. Eine Art Hybridangriff. Er hat Klassiker, Golem Wizard, Packer, Helden bei ihm 25, 24, ähm, bis auf den Chump, alle Zauber gemaxt, aber er hat noch 10 Schweine dabei und dahin gehen auch zwei hier. Ein Blitz für die Klamburg und ein Jump. Und auch er kommt hier mit den Golems zu Ost, klassisch von der linken Flanke, macht seine Marke hinterher, hat jetzt im Gegensatz zu Tobias sehr wenige Mauerbrecher dabei, an der Zahl 4 Stück, mit denen er hier die erste Mauer durchbricht. Klambo kommt, der Blitz kommt, auch hier keine Hexe drin, ein ähm, paar Minions noch drin, ähm. Seine Helden hat er jetzt gesetzt. Jump war auch okay. Er hat halt die zweite Mauer nicht durchbrochen bekommen. Aber Pekka ist hier wunderbar. Kaum Außengebäude drin. Hier oben Goldmine, Waldlung weg. Ähm, der Wut hat richtig schön gesessen. Hier drüber. Und der Heal, ganz klar, hat er ja dann für die Schweine aufgehoben. Und ich bin ehrlich, ich habe mir den Angriff selber auch noch nicht angeschaut. Bei Bahnkönig mit Magiern zieht jetzt hier unten. Ähm, Queen kümmert sich in der Mitte um alles. Die Golems tanken, so wie es sein soll. Und ich bin gesch Okay, er hat sich dazu entschieden, einen Heal in die Mitte zu hauen. Auf die Magier und den Packer gar nicht so schlecht. Und jetzt kommt er oben mit seinen zehn Schweinen. Alle auf einer Fläche. Und ich bin gespannt, wann er sich dazu entscheidet, den hier äh, zu setzen. Hier gibt es jetzt eine Riesenbombe. Und genau hier hielt er drüber. Perfekt gegen den Magierturm geschützt. Barbarenkönig gerade noch so am Leben. Die Schweine hüpfen wild umher. Die Queen tobt sich aus. Hier oben tankt gerade ein Packer. Die Sch Schweine waren eine nice Sache, Smash. Also auch wenn du den zweiten Angriff nicht gemacht hast, solltest du das Video sehen. Im Normalfall schaut er fast alle von mir an. Nett gemacht, nett gemacht. Ähm, zum Aufräumen, das gibt es ja oft Ja, mittlerweile durch diese ganzen Hybridangriffe, sind solche in Anführungszeichen klassischen Sachen, so extra Aufräumtruppen, wie zum Beispiel Loons mit Wut oder Heal, Schweine mit Heal, gar nicht mehr so üblich, aber man sieht hier, es hat gut geklappt, es sind zwar alle Schweine jetzt down, aber er hatte eben noch Mini-Golens am Start. Er hatte noch viele Magier am Start, er hatte die Queen noch am Start, die er zünden konnte. Und er hatte hier auch noch zwei Aufräumbogen dabei. Da oben nur noch zwei Verteilungseinheiten und Pekka war auch noch am Start. Also. War auch easy, klar, war auch wieder 10 gegen 9. Aber schön gemacht, interessant gemixt. Ähm, chapeau, chapeau. Wer hat denn bei der 2 sich ausgesucht? Das war der Moritz. Äh, 4 auf die 2, das ist auch der heroischste Angriff. Und wir haben hier alles Max bei Moritz, bis auf die Helden, die sind auf 22 und haben eine starke Rathaus-Level-10-Base mit 30er und 32er Helden. Verteidigungseinheiten sind insoweit alle Max. Mauern sind auf 9 und 10. Und wir haben hier auch gute mustard pecker plus Witches, ähm, Erst der Bereich, schön freigebrochen. Das, was man wirklich häufiger sieht, in der Glamour sogar nur, in Anführungszeichen, vier Vierer-Golem. Insgesamt also vier Golems am Start der Moritz. Und auch er hat jetzt noch vier Mauerbrecher in petto. Dieser eine Golem ähm, lockt jetzt hier gleich die Glamour raus. Er hat einen Blitz dabei. Diesmal gibt es eine Hexe. Als kleine Überraschung Street Fighter. Die eigentliche zwei hat es bei der Base nicht geschafft, ähm, einen Stern oder zwei Sterne zu holen. Er hat es gewartet, bis alles schön gesonnen ist. Er also hat diesen einen ähm, Golem wirklich draufgehen lassen. Und jetzt kommt der Blitz. Voll auf die Hexe, mitten in die Fresse hinein. Und bis auf einen Bogen und zwei Magier ist die klamo komplett ausgeschaltet worden. Zeitlich hat er sich ganz gut Zeit gelassen, muss man sagen. War zwar alles bedacht und schön gemacht, aber wäre es jetzt ist eine 3-Star-Taktik gewesen, hätte man sagen können: Okay, jetzt wird es zeitlich langsam eng. Jetzt nimmt aber Barbaren zum Tanken. Macht nochmal einen Magier hinterher. Aber einer lebt immer noch. Und ein Bogen lebt auch noch. Also da kann man vielleicht sagen, hätte man das ein bisschen besser gestalten können. Das Ausschalten der Clanburg. Aber jetzt hat es dann auch geschafft. Und jetzt kommt er hier mit den Golems. Ähm, wieder drei Stück. Oder oh, was heißt, wieder noch drei Stück waren übrig. Mit dem Mauerbrecher Links hat es nicht funktioniert. Rechts hat es auch nicht funktioniert. Also das gar nicht mal so optimal. Ähm, macht seine restlichen Magie hinterher. Kommt mit den Helden und der Hexe hier von der Mitte. Und ich denke, von da werden jetzt auch gleich die Packers kommen. Ähm, Jump geht hier wunderschön in die Mitte, da lädt die Base wirklich ein. Rechts und links keine Verteidigungseinheiten in diesen Streifen, sodass da alles gleich in die Mitte zieht. Da ist es, die Packers kommen ähm, und er hat jetzt noch zwei Freeze am Start. Wut gerade gedroppt, ähm, passend für Packer und Golem und natürlich auch für die Helden. Rechts und links haben sich die Golems jetzt jeweils durchgetankt und haben ihr Soll erfüllt. Packer, einer hat sich dazu entschieden, nee, ich ziehe hier rum. Der andere ist in die Mitte. Ähm, zwei Freeze, einmal rechts, einmal links. Infernos ausgeschalten ähm, oder längere Zeit wird äh, wörtlich. Und könig kümmert sich ums Rathaus im Hintergrund. Die Queen, die es sehr sehr früh gezündet hat, aber er wollte einfach die Fähigkeit von den nutzen, denke ich, um möglichst schnell das Rathaus down zu bekommen. Zwei Minions und ein Bogen wären noch am Start, aber ich glaube in der Mitte werden jetzt schon die 50 geknackt oder auch nicht. Wir schauen mal. 49. Jetzt bin ich gespannt. Nein, die Queen geht down. Und links haben wir noch einen Golem. Jetzt bin ich, ich danke, genau, es kommt hier links mit Minions. Ähm, wow, beide Minions down. 49 und jetzt ist die Frage, von wo er mit dem Bogen kommt. Auch von da. Und der Mini-Golem rettet. Ei, ei, das war, das war sauknapp. Hat Moritz, Moritz, Moritz. Also, Close konnte muss nicht machen. Jetzt Golem down. Jetzt Bogen down. Wuh! Ähm, da muss man ganz klar sagen, auch ein bisschen Glück dabei. Aber es ist ein two gegen die zwei geworden. Ähm, hier Gunther, oder Günther, die drei gegen start 4 auf vier getustart Moritz. Zweimal mit 50%. Ähm, auf die 5. Da hat dann Gunther noch nochmal nachgeholfen. Sechs haben wir gerade gesehen ähm, von Smash. Es läuft einfach. Also ich bin, ich bin absolut begeistert. Ich hoffe es nicht, dass wenn ich wieder dabei bin, dass der Lauf gebrochen wird. Ähm, heute ist klar nochmal Pause. Wir starten morgen Abend wieder die Suche. Ich werde euch wieder mit an Bord nehmen. Und bezüglich Pekka haben wir ja gerade gesagt, neun Tage, 18 Stunden. Dann ist dieses süße Baby bei hier mit mir auch die maximale Stufe. Sieht so cool aus, ist so fett und bullig. Und ich freue mich drauf, mit ihm Golem Wizard Pekka zu machen. Ihr seht's, ihr merkt's, ich bin immer noch hellauf begeistert. Ähm, ein wunderschöner Abend. Ich hoffe für euch eine wunderschöne Folge Clash of Clans. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ähm, ich muss mich an der Stelle auch nochmal sehr, sehr bedanken äh, für das Feedback, was ich die letzten Tage und Wochen unter meinen Videos erhalte. Lob, ähm, Lob über Lob. Man muss es so sagen. Ich möchte mich nicht selber loben. Vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich eine klasse Community. Ihr wisst, ohne euch würde es den Kanal nicht geben. Ohne euch hätte ich keine Lust an Videos machen. Ohne euch würde ich keine Videos machen. Also die, die Brennerchen Blaze eigentlich sind, bin zwar eigentlich ich, aber seid genauso auch ihr. Sentimentale Worte zum Abschluss der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.